Hallo alle miteinander und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Die Zwerge. Wir haben letztes Mal sehr erfolgreich den Prolog durchgespielt, in dem es um den Stamm der Fünften ging. Was die Stämme sind, habe ich noch gar nicht erklärt. Ich gehe davon aus, das wird alles neu erklärt. Deswegen wollte ich euch eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe auch nicht erklärt, was das geborgene Land ist, aber das wird eigentlich alles noch kommen. Ja, wir müssen jetzt zu unserem Ziehvater, dem Magus Lodion gehen, Jonan. Und wir befinden uns hier gerade in seiner Hey, Schule. Unterirdischer, komm in die Küche, wir brauchen dich. Yolosin, ein Famulus der vierten Stufe und... Jetzt habe ich das weggedrückt, tut mir leid. Zusammenfassung, der Jomosin, wie der auch immer heißt, habe ich den Namen nicht vergessen, schon wieder, ist ein Famulus von Lodionen. Ein Famulus ist ein Schüler. Und der hat irgendwelche Schwierigkeiten in der Küche und die können Dunkel, sich nicht leiden, die schnell, beiden. sonst verbrennt mir mein Gulasch. Du erkennst sofort, wo das Problem liegt. Eine Kette, mit der die Kessel über einen Flaschenzug bewegt werden, hat sich aus der Halterung gelöst und der Kessel sitzt auf der Feuerstelle fest. Die Last ist schwer und keiner der Magus-Schüler, die sich selbst beim Küchendienst für etwas Besseres halten, traut sich, etwas zu unternehmen. Man könnte sich ja die Finger verbrennen oder gar schmutzig machen. Ja, ist wirklich ein faules Pack. Es wäre schade ums Gulasch. Ich habe nämlich Hunger. Hier, halt das. Unterhalten wir uns ein bisschen mit dem Weißt du Arsch. noch, wie du mir den Bart mit irgendeinem Zauberkram gefärbt hast? Ich muss den mir abschneiden. Du streichst dir über deinen für einen Zwerg ungewöhnlich kurzen Bart. Verflucht, das ist schwer! Presst der junge Mensch aus zusammengedrückten Lippen hervor und lässt den Topf etwas absinken. Wage es nicht, mein Gulasch zu ruinieren, Bursche! Die Köchin mit den stattlichen Unterarmen funkelt den jungen Mann an und nach kurzer Überlegung verstärkt er seine Anstrengungen wieder. Ja, dann guck ich mir mit noch mal die möglichst an. Viel Besorgnis in der Stimme sagst du: Oh, das sieht gar nicht gut aus. Zufrieden bemerkst du, wie Yolosin der Schweiß aus den Poren schießt. Das zahle ich dir heim, Unterirdischer. Und jetzt reparieren wir mal diese tolle Halterung, mit der der gute Mann ein bisschen zurückkam. Du elende Missgeburt! Einen Augenblick lang hoffst du, dass der Famulus tatsächlich seine Hand gegen dich erheben würde. Doch dann kommt er zur Vernunft und verlässt mit hochrotem Kopf die Küche. Ihr beide habt euch gesucht und gefunden. Ich habe auch ein klein wenig lauter gemacht, da es mir noch ein bisschen zu leise war. Ich habe auch lange überlegt, ich wollte das hier tatsächlich schon länger machen. Was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Willst du etwas essen? Was passiert dann? Hey, was soll das werden, Unterirdischer? Ich hab Hunger. Wir essen hier noch. Warum holst du nicht deine eigene Portion? Ist das eine Treppe? Das ist eine Treppe? Lord Ionans Stollen verfügt über Labore, eine Bibliothek und private Räume für die Famuli. Zusammen mit der Schmiede, der Küche und den anderen Wirtschaftsräumen ergibt das ein stattliches Anwesen. Verglichen mit den Höfen der anderen Magi ist der Herrschersitz von Ionanda jedoch klein und wenig prachtvoll. Ach stimmt, Ionanda ist das Königreich, wo der Lord Ion ist gleichzeitig Herrscher über ein Königreich, ein Reich halt innerhalb des geborgenen Landes. So wie alle Magi. Und ja, das macht ihn halt schon zu einem wichtigen Mann. Und jetzt gehen wir mal zu dem Dollen und lernen den mal kennen. Ich weiß, ich habe gar keine richtige Vorstellung, wie der denn jetzt eigentlich aussieht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Buch gelesen, da war ich... Scheiße, wie alt war ich denn? Oh oh. Das könnte gut und gerne 10 Jahre her sein. Das ist 10 Jahre her. Oh, das ist mehr wie... Ich bin so alt. Das ist so lange her. Meister Lord Ionan, Frala sagte, ihr wünscht mich zu sprechen. Ah, Tungdil, komm herein. Dort drüben im Schrank findest du einen Beutel. Hol ihn bitte heraus. Warum ich bin ihn nicht vorgestellt? Er enthält Artefakte meines ehemaligen Famulus Koren, die ich ihm zurückgeben möchte. Er lebt am Schwarzjoch, 300 Meilen von hier entfernt. 300 Meilen? Eine lange Reise. Wen wollt ihr damit beauftragen? Ich dachte da an dich. An mich? Es gibt keinen besseren für diese Reise. Du hast dir einiges an Wissen angeeignet und bist beinahe ein Gelehrter.
Manch Famulus weiß weniger über das geborgene Land und seine Bewohner als du. Es ist Zeit, dass du hier mal rauskommst und die Welt mit eigenen Augen siehst. Das würde ich gerne. Irgendwie sieht der Ionan aus wie geschnitzt, finde ich. Das hätte man den aus so einem Stück Seife geschnitzt. Vielleicht treffe ich unterwegs andere Zwerge. Was ist denn in dem Beutel? Was ist im Beutel? Magische Gerätschaften. Am besten lässt du den Beutel zu, wenn du Unglücke vermeiden willst. Zwerge mögen Magie nicht besonders und die Magie mag euch auch nicht. Brakas gab uns so viel handwerkliches Können, dass Magie in unseren Körpern keinen Platz mehr hat. Um genau zu sein, jedes Mal, wenn du Magie zu nahe gekommen bist, endete das in einer Katastrophe. Ja. Vielleicht treffe ich unterwegs ja Zwerge. Ja, vielleicht. Aber mach dir nicht zu große Hoffnungen. Und du solltest vorsichtig sein, mit wem du sprichst. Nicht jeder dort draußen mag Zwerge. Wie Kobolde. Sie entführen Zwergenbabys und verkaufen sie an Magi, habe ich gehört. Nicht das beste Geschäft meines Lebens. Aber was sollte ich tun? Die Langnasen drohten, dich in den nächsten Fluss zu werfen. Ja, man hört ja auch einiges über die Background-Story. Sei auf der Hut. Pass auf den Sack auf und verliere ihn nicht. Palandiel sei mit dir. Und dein Vrakas natürlich auch. Ich breche sofort auf. Auf Wiedersehen, Lord Ionan. Ich weiß jetzt nicht, wer Palandiel ist. Also es gibt, wie gesagt, ein relativ großes Götterpantheon bei denen. Und das ist auch eine der wenigen Büchereien bzw. Geschichten, wo keine Menschen im Mittelpunkt stehen. Also die spielen zwar eine Rolle für das Schicksal des geborenen Landes, aber die sind nicht das Nonplusultra. Die sind dabei. Gerade als du deine alles, Hand aber zur Tür ausstrecken willst, knurrt dein Magen. Es ist noch nicht einmal Mittag und du willst eine 300 Meilen lange Reise... Ja, ist ja gut, ich hole mir was zu fressen. Keldena. Ich glaube, das ist eigentlich mehr ein Hint, dass ich da noch unbedingt rein muss und diesen Quest hier machen muss. Gemüse, Brot, Käse. Aber mit der Köchin ist nicht zu spaßen. Viele schmerzende Fingerknöchel haben dich gelehrt, dass sie mit dem schweren Holzlöffel umzugehen weiß und dass sie möglicherweise Augen im Hinterkopf hat. Ja, gut. Ich soll was hier. Sprich mit Frala, mit der Tante soll ich jetzt sprechen. Hallo Frala. Ich brauche Proviant für 300 Meilen. Du strahlst über das ganze Gesicht. Endlich bekommst du die Gelegenheit, einmal etwas von der Welt zu sehen. 300? Tungdil, das ist kein Botengang mehr, das ist eine richtige Reise. Warte, ich habe hier das Richtige dafür. Aber lass es nicht die Köchin sehen. Ich gehe zum Schwarzjoch. Ich werde einem ehemaligen Schüler des Magus ein paar Dinge zurückbringen. Du steckst das Schwarzbrot, die Würste und den Schinken ein. Genug Essen für die ersten Tage deiner Reise. Vielleicht treffe ich sogar andere Zwerge unterwegs. Was ist denn für ein Geschenk? Ich habe ein Geschenk für dich. Du holst drei Hufnägel hervor, die du sorgfältig zu einem Schutzsymbol zusammengefügt hast. Es ist nicht das edelste Geschmeide des geborgenen Landes, aber... Ein Blick in Fralas Gesicht zeigt dir, dass es ihr darauf nicht ankommt. Sie strahlt vor Glück, als sie den Anhänger nimmt. Für mich? Aber warum denn? Weil du so etwas wie eine kleine Schwester für mich bist und ich dich vermissen werde. Hättest du ihr sagen können... Doch du belässt es bei einem Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Nickedi knackedi. So, gehen wir mal los. Ich werde heute noch ein gutes Stück Wegstrecke hinter mich bringen. Ich muss jetzt auch nicht, Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen. Ich wünsche dir den Segen Palandiels und deines Gottes Vrakas, damit du unterwegs vor allen Gefahren geschützt bist. Hier, ein Talisman. Wann immer du ihn anschaust, denkst du an mich. Schelmisch zwinkert Frala dich an. Und daran, dass du mir etwas Schönes mitbringst. Habe ich jetzt los? Ja, jetzt. Ist aber auch schön, dass hier so viele eben Easter Eggs drin sind, die eben aus dem Buch stammen, beziehungsweise noch so kleine Anekdoten, ja, so kleine Hinweise, wie hier das Pferd hier hinten. Weil ich mich sogar stückweise, jetzt wo ich es gesehen habe, daran erinnere, dass da sowas war. Also der hat Das ist so nebenbei halt erzählt worden. Und hier ging es jetzt einfach auch nochmal um die Bindung zwischen der Frala und dem Tungdil, dass die sich eben da seit Ewigkeiten kennen und keine Ahnung, die wollten das nochmal klar machen.
schön, dich wiederzusehen, Lord Ionan. Es ist schon ewig lange her, seit wir uns das letzte Mal gegenüberstanden. Nudin, wie schön. Bitte, nimm Platz. Nein, aber danke, mein Freund. Die Angelegenheiten sind äußerst dringend und ich habe nicht viel Zeit. Du musst sofort nach Lius Nudin kommen. Das tote Land regt sich. Bist du dir sicher? Wie kommst du darauf? Ich entdeckte es vor ungefähr 60 Umläufen bei einem Besuch an der Grenze. Unsere Bannschranken sind schwächer und durchlässiger geworden. Die Albe haben ihr Land verlassen, ja, und eine große Rotte Orks ist in das geborgene Land einmarschiert. Konntest du den Zauber mit deiner Magie stärken? Nein, allein kann ich den Schaden nicht beheben. Wir brauchen die vereinte Macht der Sechs. Die anderen vier sind schon unterwegs hierher, aber wir brauchen auch deine Hilfe. Ich werde so schnell wie möglich nach Borista aufbrechen. Oh, und da du ja sowieso kommst, könntest du doch auch gleich die Gelegenheit nutzen und mir die Dinge mitbringen, die ich dir ausgeliehen hatte. Natürlich. Ich habe sie bereits in einem Beutel verstaut. Oh, vielen Dank. Wir werden deine Ankunft erwarten. Das war jetzt ein anderer Magus, Nudin, wie gesagt, und es gibt scheinbar 6 Stück. Die genauen Zahlen kenne ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber das tote Land, das ist das Land, von dem vorher schon die Rede war. Völlig geblendet vom Sonnenlicht kneifst du schon nach wenigen Schritten die Lider zusammen. Die Zeit unter der Erde hat dich derart empfindlich werden lassen, dass du im Schatten einer mächtigen Eiche Schutz vor der Helligkeit suchst. Ja, Das hier ist jetzt das geborgene Land. Hier ist Dankur, größtenteils Wüste. Das hier ist Black Middle. Black Saddle. Warum das auf Englisch ist, verstehe ich jetzt allerdings nicht. Das ist aber hier Ionanda. Sieht man. In Idoslan. Und hier ist Gaugara. Mit Lios Nudin. Dann da ist der Alandur, der Parish Land, das verlassene Land. Das ist Zonbalsur. Das ist die Hauptstadt der Albea, also die Stadt. Und hier, das sind die, das Grey Mountains oder wie heißt das? Warte, ich gucke, ob ich hier euch was eigentlich noch was anderes zeigen kann. Ich sehe diese Karte jetzt so auch zum ersten Mal, also so groß. Fürsten, Kingdom. Also es gibt wirklich ziemlich viele Reiche. Größtenteils ist das halt aufgedeckt in im geborgenen Land leben ursprünglich eben die Zwerge, die Elben und die Menschen. Dann gibt es halt noch Kobolde und Trolle und so und so ein Bohai. Die sind aber eher selten gewesen bis das Ereignis des Prologes eingetreten ist. Was da genau passiert ist, das wollte ich euch jetzt noch nicht vorwegnehmen. Aber die Völker waren halt eben auch auf verschiedene Etappen oder Ebenen ausgeweitet. Hier der Mistmarch hier, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Dings ist. Ich glaube, das ist ein Wald. In Wäldern sind nämlich eher die Elben zu Hause gewesen. In den Gebirgen waren natürlich die Zwerge und sonst hier auf den Ebenen, den Steppen, ist eher menschliche Heimat gewesen. Oder gewesen ist menschliche Heimat. Ja, gut, die Menschen sind jetzt die kurzlebigste Rasse, die hier rumtouren. Aber egal, sei es drum. Die Fortbewegung, also ich habe jetzt hier den Quest, hier hinzugehen. Er folgt hier über so ein Wegmenü. Ich habe jetzt nicht vor, das ewig in die Länge zu ziehen. Ich werde das jetzt so eben relativ zügig da durchlaufen. Also ich brauche jetzt hier nicht das ganze Projekt künstlich in die Länge zu ziehen. So, wir latschen jetzt mal hier rüber. Du erreichst einen kleinen See an einem Birkenwäldchen. Deine Füße schmerzen und deine Augen brennen noch immer vom ungewohnten Sonnenlicht. Dennoch kannst du dir ein Grinsen nicht verkneifen. Du hast am ersten Tag deiner großen Reise ein ordentliches Stück Wegstrecke hinter dich gebracht. Du schlägst ein Lager auf und legst dich auf den harten Waldboden schlafen. Als du dich am nächsten Morgen erhebst, spürst du Muskelkater in deinen Beinen. Doch du verscheust die wehleidigen Gedanken und wirfst dir deinen Rucksack über die Schultern. Du bist ein Zwerg und Zwerge jammern nicht.
Ja, das ist schön. Hier gibt es auch noch so Fragezeichen und das sind Gehöfte, glaube ich. Aber was das alles genau auf sich hat, werden wir erst in der nächsten Folge ergründen. Ich hoffe, ich fasel euch nicht zu viel über dieses Buch, aber ich fand da die Geschichte der Zwerge richtig geil. Ich habe dieses Buch damals verschlungen. Und wie gesagt, ich war noch ziemlich jung. Wie alt war ich? Ich glaube, ich war 13, als ich das gelesen habe, das erste. Es gibt vier wirklich Zwergebücher. Und es gibt noch eine Menge andere. Es gibt noch die Geschichte der Alvé. Die gehen so übereinander rüber. Dann gibt es noch Legenden der Alvé. Aber diese Alvé-Bücher habe ich alle nicht gelesen, weil die Alvé immer die Bösen waren. Und ich finde das scheiße. Ich habe keinen Bock, mit den Bösen dann mitzufiebern oder Geschichten über die Zwerge, die aus deren Sicht erzählt, gefällt mir überhaupt nicht. Fand ich total kacke, deswegen habe ich es nie gelesen. Gab es eigentlich noch was anderes? Nee, ich glaube wirklich nur Alvé und Zwerge waren das. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es gibt auch noch ein paar Geschichten, die nicht über diese beiden Völker gehen, also nicht nur, sondern aus Sicht von anderen erzählt werden. Vielleicht sehen wir diese Spezies sogar auch noch von der, die ich jetzt denke. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt sie auf jeden Fall. Im ersten Buch kommt vor. Ich weiß es jetzt nicht genau. Was es hier oben mit den Tagen auf sich hat, weiß ich jetzt auch noch nicht so recht. Das werden wir alles noch rausfinden. Also, wie immer, Feedback da lassen und ansonsten wünsche ich einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö.